Namaste, ihr Lieben. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, bin ich gerade in Indien und ja, ich sende eine Singspiration von hier aus dem Land der Mantras und der Gurus. Möchte ich mit dir heute das Guru-Mantra teilen. Und wir im Westen, wir haben ja so ein bisschen dieses Vorurteil, Guru, oh je, was ist denn das? Aber was bedeutet Guru eigentlich? Gu ist die Dunkelheit und Ru ist das Licht, das die Dunkelheit erhält. Also Guru ist der Lichtbringer, der, ja, der unser Licht zum Vorschein bringt und unsere Dunkelheit einfach in die Transformation bringt. Das ist ein Guru. Und das Guru-Mantra, das besagt, dass Guru der Erschaffer, der Erhalter und der Zerstörer der Welt ist oder allen Seins. Ja? Und es bedeutet einfach, der Guru ist nichts anderes als Gott selbst, als das Leben selbst. Er ist einfach ein Medium für diese universelle Kraft, für das universelle Bewusstsein. Und in diesem Mantra grüßen wir den Guru und das Mantra bringt unglaublich viel gute Energie, einfach diese lichtbringende Energie, diese transformative Energie. Und du kannst es für dich einfach ausprobieren. Wie fühlt sich das Mantra für dich an? Welche Schwingung hat es? Was hast du für innere Erfahrungen mit diesem Mantra? Ja, das machen wir heute gemeinsam in dieser Singspiration. Ich singe dir das Guru-Mantra einmal vor und du findest den Text wie immer in der Videobeschreibung. Das ist das Guru-Mantra und wir können das jetzt einfach Stück für Stück gemeinsam lernen und dann ein paar Mal wiederholen, um so richtig einzutauchen in die Energie dieses wundervollen Mantras. Shri Gurave Namaha.
Tasme Shri Gurave Namaha. Tasme Shri Gurave Namaha. Tasme Shri Gurave Namaha. Tasme Shri Gurave Namaha. Ja, das letzte Mal wird das einfach ein bisschen verlangsamt. Tasme Shri Gurave Namaha. Aber ansonsten sind diese dreimal ganz gleich. Diese drei Wiederholungen von Tasme Shri Gurave Namaha. Okay. Let's try. Wir singen es einfach am Stück. Und du kannst dich immer bei mir anschließen. Ich werde es ein paar Mal wiederholen. Und genieße es. Genieße einfach die Energie. Die lichtbringende Energie. Tasme Shri Gurave Namaha. Tasme Shri Gurave Namaha. Was fühlst du jetzt? Wie spürst du dich? Kannst du das Licht wahrnehmen in dir? Dann lass es uns noch einmal gemeinsam singen, chanten. Und du richtest dieses Mantra
auf dieses Licht, an dieses Licht, das du in dir wahrnehmen kannst, an deine wahre Essenz, mit der Bitte, das Licht zu dir zu bringen, dich noch mehr, noch tiefer im Licht zu verankern. Om. Guru Re Brahma, Guru Re Vishnu, Guru Re Devo Maheshwara. Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Gern deine Augen noch einen Moment geschlossen und verweile in dieser wundervollen Energie. Genieße es. Bevor ich dich jetzt verabschiede, möchte ich dich nochmal wissen lassen, dass nächste Woche am 26. Februar Sonntag um 18 Uhr das erste Meeting von meinem Online-Kurs stattfindet. Und zwar, wenn du meinen Online-Kurs buchen möchtest, dann kannst du den für ein halbes Jahr, also den Kurs hast du, die Videos hast du sowieso für dich, die werden dir dann zur Verfügung bleiben, aber ein halbes Jahr lang treffen wir uns einmal im Monat gemeinsam mit allen Teilnehmern vom Online-Kurs und da kannst du auch deine persönlichen Fragen dann stellen in Bezug auf deine Seelenstimme. Genau, also Seelenstimme ist der Titel vom Online-Kurs und du hast über 12 Stunden Videomaterial da drin und ja, es ist wirklich ein kleiner Schatz. Und ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein. Und von 20. bis 24. gibt es auch nochmal eine Starter-Aktion, Starting Now-Rabatt. Da darfst du einfach ein bisschen aufmerksam bleiben auf meine E-Mails. Wenn du da im Verteiler bist, wirst du es mitbekommen. Oder bei Instagram oder Facebook werde ich da auch nochmal darüber Bescheid geben. Ansonsten einfach über den Link in der Videobeschreibung hier dir mal die Beschreibung des Kurses anschauen, alle Details durchlesen, schauen, ob das für dich passend ist und dann kannst du den Kurs buchen. Wenn du aufmerksam bist, kannst du sogar zum Starting Now Rabatt und ich freue mich auf dich und deine Seelenstimme, auf dass sie zum Vorschein kommen möge. Namaste mit ganz, ganz vielen Segenswünschen und Grüßen hier von diesem heiligen Fleckchen Erde in Indien. Alles Liebe.